So, Besuch heute bei Egon Müller und ein Altweltmeister und ein Jungweltmeister mit einer unglaublich tollen, durchwachsenen Saison, leider mit einer kleinen Verletzung. Die hat dich ganz schön Zeit gekostet, ne? Ja, und ja, auch die Chance nochmal Weltmeister zu werden, weil ja, war gerade ungünstiger Zeitpunkt, ich glaube 2 Wochen vor der WM. Mhm. Und in der Deutschen Meisterschaft und WM konnte ich dann nicht mitfahren. Und du hast jetzt 2 junge Kollegen hier mitgebracht. Was haben die für eine Aufgabe? Ja, Norik hier bei dem Thema noch zu unterstützen und ihnen ein paar Fragen zu stellen. Ein paar Fragen. Ja, also man muss dann noch mal kurz zu erwähnen, dass wir das als Schulprojekt machen. Genau. Und wir dachten, das wäre mal ein ganz interessantes Thema, da das jetzt ja nicht mehr so, ich sag mal, eine Randsportart ist. Genau. So, und das wäre nochmal ganz interessant, das nochmal so ein bisschen wieder zu belegen. Ja, und für Bild und Ton ist einer zuständig, der heißt? Julius Petersen. Julius. Und hast du eine gute Ausrüstung mit? Alles Hightech? Ja. Hightech! Und totale High-Definition-Lösung, Auflösung. Also ja, Auflösung, genau. Ja, wir wollen ja den Fans auch gute Bilder bieten. Nicht? So, und dann denke ich mal, wenn wir uns nochmal ganz kurz absprechen, können wir auch schon loslegen. So, die Fragestunde ist eröffnet. Ja. Und jetzt, denke ich mal, habt ihr euch schon ein bisschen vorbereitet, wie das so Profis machen, dass ihr ganz spezielle Fragen auch habt, ne? Genau. Gut, dann leg los. Ja. Na, also, haben Ihre Verletzungen noch Spätfolgen? Ja, die haben so viel Spätfolgen, dass ich da jeden Tag dran erinnert werde. Und da gibt es beispielsweise ja auch Verletzungen, Brüche, wenn ich überlege, 11-mal rechtes Schlüsselbein, 9-mal linkes, 7-mal rechter Fuß, 5-mal linker Fuß gebrochen, aber nicht einmal, sondern immer gleich in 3, 4, sogar in 5 Teile. Also Mittelfuß, Sprunggelenk und alles, dass ich überhaupt ohne Gehwagen gehen kann, das ist ein Wunder, ein ganz großes Wunder. Aber ich laufe rum, aber ein guter Rennfahrer wird es später auch mal merken, ganz sicher. Ja, einmal ganz kurz, wir duzen uns. Ja, wir duzen uns immer. Jo, wir können uns auch. Klar. Wie wir ja wissen, kommst du ja aus einer Zirkusfamilie. Genau. So, und da wollte ich dann einfach mal fragen, wie kommt man auf die Idee denn, Motorradfahrer. Ja, Familie. Das war so, dass meine älteren Geschwister ja diese Hochseil- und Fahrradnummer gemacht haben. Und die hatten immer diese Kunstfahrräder, also ein Rad und auch mit 2 Rädern, hatten die immer in Reserve. Und wenn die in Amerika waren, dann haben sie die nicht mitgenommen, sondern die bekamen da welche gestellt und dann standen die bei uns rum. Mit kleinen Egon natürlich mit 2,5. Los mit dem Ding, ne? Vorwärts, rückwärts und auf dem Sattel, auf dem Fuß geschnappt. Mir ist alles genau angeguckt, wie meine Geschwister das gemacht haben. Und dann habe ich das nachgemacht und das war also nicht das ein oder andere Mal ausgeschlossen, dass ich auch ins Krankenhaus. Ja, jetzt haben wir über 1/2 Stunde ein Interview geführt. Das kann man jetzt wo sehen, bitte? Eigentlich nur auf unserer Schule, in dem Projekt. Ein Schulprojekt ist das, okay. Aber das waren doch interessante Sachen, die ich euch erzählt habe, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Mal was anderes wie im Fernsehen, ne? Also auch mal so ein bisschen hinter. Hier war die offene Stunde, die ehrliche Stunde. Ja. Ja, freut mich, dass so junge Leute sich mit dem Sport auseinandersetzen. Er hat natürlich noch eine riesengroße Zukunft vor sich steht. Dann ist alles möglich. Ich sehe in ihm ein unglaubliches Potenzial, weil er alle Voraussetzungen hat. Er hat diese Kaltschnäuzigkeit, das schnelle Überlegen vom Start in die erste Ecke rein, wo ist Platz, wo kann ich, wo darf ich nicht oder wo soll ich hinfahren. Das hat er alles super drauf. Und die Risikobereitschaft ist also da, auch der Background von Vater Guido. Das ist ganz besonders wichtig, dass die Eltern hinter einem Jungen stehen, den Sport mit unterstützen. Und es sind auch schon einige interessante Leute dabei, die auch mithelfen. Und ich wünsche diesem jungen Fahrer alles Glück der Welt.